Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Gitarren-Tutorial, zur heutigen Gitarren-Lesson. Ja, für das heutige Tutorial habe ich mir den Song Riptide von Ben's Choice mal rausgesucht. Ja, legen wir gleich los. Cabo-Duster habe ich im vierten Bund, ganz wichtig. Cabo-Duster, vierter Bund, ist für mich Bund 0. Also sind auch die Noten und die Tabulaturen ausnotiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen A-Dur-Griff greife, ist das für mich ein A und nicht, was es im wirklichen Sinne ein Des-Dur zum Beispiel oder so, oder ein Cis-Dur wäre. Ne? Also ganz wichtig, Cabo-Duster ist Bund 0 und dementsprechend rechne ich auch die Akkorde und natürlich auch die Töne. Okay, ja, dazu muss ich aber noch sagen, wenn man Cabo-Duster im vierten Bund hat, das ist immer noch am nächsten dran an der Stimmung. Der Song ist ein bisschen leicht verstimmt, sprich, wenn man den ganzen Song um 21 Cent erhöht, passt das ganz genau. Ja? Ansonsten klingt alles so ein bisschen leicht schief. Gut, aber natürlich, wenn man es mit der Aussortierung, die ich jetzt gemacht habe, in der Band spielt oder irgendwas oder für sich allein, passt das natürlich alles wunderbar. Okay, ja, für die Akkorde brauche ich hauptsächlich die D, die G und die B-Seite. Die Griffe, die ich dann brauche, sind einfach nur eine A-Dur-Akkord, eine kleine Form von einem E-Dur-Akkord, das heißt, ich greife auf der D-Seite nach dem Cabo-Duster im zweiten Bund, auf der G-Seite im ersten Bund und die B-Seite leer. Ja, dann brauche ich einen Fis-Moll-Akkord. Ist einfach so, der dritte Finger liegt im vierten Bund nach dem Cabo-Duster auf der D-Seite. Zeigefinger liegt über G und B-Seite im zweiten Bund Barré. Ja. Und ansonsten brauche ich noch einen E-Dur-Akkord. Ja, der größte Teil vom Song hat eine Rhythmik. Die geht immer 1 und 2 E und die 3 und 4 E und die 1 und 2 E und die 3 und 4 E und die. Ja. Vom Anschlagen her ist es runter, runter und dann in der Luft runter und dann rauf, runter, rauf. Und dann wieder runter, runter, in der Luft runter, rauf, runter, rauf. 1 und 2, E und die 3 und 4, E und die 1 und 2, E und die 3 und 4, E und die. Also die Anschläge liegen auf 1 und dann E und E und dann 3 und E und E. Okay, ja, die ersten Akkorde sind immer halbtaktige Wechsel, also heißt A, 1 und 2, E und E, dann E, 3 und 4, E und E und wieder A, ein ganzer Takt, 1 und 2, E und E, 3 und 4, E und E, jetzt gehe ich auf Fis-Moll, 1 und 2, E und E, auf E, 3 und 4, E und E und A, 1 und 2, E und E, 3 und 4, E und E. Das ist Strophe und gleichzeitig der Refrain, 1 und 2, E und E. Nochmal. Ja, später, die letzten Refrains, da variiert das Ganze so ein bisschen vom Rhythmus her. Aber der größte Teil, oder man kann auch den ganzen Song in diesem Rhythmus durchspielen. Okay, das ist, wie schon gesagt, die Strophe. Vorm Refrain kommt immer noch so eine kleine Bridge mit Au vom Text her. Und die Akkordfolge ist eigentlich nur der zweite Teil vom Refrain. Das heißt dann Fis-Moll, E und A. Und dann nochmal Fis-Moll. Und am Schluss, Klammer 2 habe ich das so bezeichnet, einfach nur den A-Dur-Akkord einen Takt lang gelegt. 1, 2, 3, 4. Okay, ja, dann geht's wieder in den Refrain rein. Wie wir es kennen. Mit Wiederholung. So, nach dem zweiten Refrain kommt so ein kleiner Break, ja. Klingt so ein bisschen wie ein Banjo, zumindest ist es im Banjo-Style gespielt. Funktioniert so, ich gehe auf der G-Seite in den zweiten Bund und spiele, ja, den Ton, eigentlich ist es ein Cis, ja, und hämmer dann auf dem sechsten Bund nach dem Cabo-Duster und dann drunter die leere B-Seite und die leere E-Seite. Von der Technik her mache ich das aber so, ich spiele die G-Seite mit dem Blacktrum und die B-Seite zupfe ich mit dem Mittelfinger an und die hohe E-Seite mit dem Ringfinger. Ja, und am Schluss noch einmal diese Hämmerung auf der G-Seite. Das heißt, die
Der Lick an sich ist so. Und der kommt einfach zweimal. Und nochmal. Also das heißt, der Lick viermal, genauer gesagt zwei Takte. Ja, nach diesem Break können wir wieder in den normalen Rhythmus reingehen. Wobei, da muss ich sagen, fängt der Rhythmus so an, ein bisschen so zu variieren. Und da haben wir die Akkordfolge A, E, A und D. Aber jeder Akkord diesmal einen ganzen Takt lang. Ich würde aber sagen, wir machen das jetzt mal so. Wir spielen schon ein bisschen auch eine Variation vom Rhythmus und machen das einfach nur so, dass wir aus der zweiten Achtel einfach nochmal zwei Sechzehntelnoten machen. Da haben wir 1 und E, E und E. Anschlag ist runter, runter, rauf, in der Luft runter, rauf, runter, rauf. 1 und E, 2, E. Dann E-Akkord. Wieder A. Und jetzt D. Wieder A. E. A und D. So, und dann legen wir die Akkorde nur noch. A, 2, E und A. 1, 2, 3. Fis-Moll. 1, 2, 3. Das ist so eine Art Interlude. Und danach geht es einfach wieder in die Akkorde vom Refrain. Und das zieht sich dann eigentlich bis zum Ende. Und wir nehmen dann aber schon den variierten Rhythmus, also 1 und E. Also 3, 4. Ja, und ganz am Schluss, die allerletzte Zeile vom Text her, die wird dann einfach nochmal wiederholt mit Fis-Moll, E und A und dann ist das ganze Stück schon vorbei. Ja, ich hoffe, das ganze Stück taugt für dich und du kannst ein bisschen was damit anfangen. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Tutorial und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, sagt der Michel.